Piezokeramiken sind multifunktionale keramische Werkstoffe. Sie gehören zu den technischen Keramiken und bestehen aus einer komplexen chemischen Materialzusammensetzung. Der Begriff Piezo kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet drücken und beschreibt den Effekt auftretender elektrischer Energie, wenn Festkörper verformt werden. Versieht man eine Piezo-Keramik mit Elektroden und schließt sie an einen Stromkreis an, wird die Keramik in der Höhe komprimiert oder gedehnt, je nach Polarität. Dieser Effekt kann ebenso umgekehrt genutzt werden. Wird die Piezo-Keramik durch Druck verformt, entstehen Ladungen im Inneren des Bauteils. Diese kleinen Mengen elektrischer Energie können abgenommen und genutzt werden. Wird eine Wechselspannung angelegt, bewegt sich die Keramik so schnell, dass die Schwingungen als Töne wahrgenommen werden können. Je nach Anwendung können Piezo-Keramiken groß und hart oder auch klein und sogar bis zu einem gewissen Grad biegsam sein. Es gibt sie als dünne Folie bis hin zu Festkörpern, was große gestalterische Spielräume erlaubt. Die Formveränderung bei Piezo-Keramiken ist winzig und mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar. Die auftretenden Kräfte sind allerdings verhältnismäßig groß. Piezo-Keramiken reagieren blitzschnell und extrem präzise. Sie sind robust, langlebig und als Standardbauteile relativ günstig. Die großen Potenziale für Technik, Design, Architektur, Kunst und viele andere Bereiche des alltäglichen Lebens sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier stehen Forschung und Gestaltung erst am Anfang.